Wie kann man Allah subhanahu wa ta'ala seine Dankbarkeit gegenüber erweisen? Das hat mit bestimmten Sachen zu tun. Indem man was verrichtet jeden Tag? Seine Pflichten. Indem man seine Pflichten verrichtet, Nummer eins. Nummer zwei, indem man gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala dankbar ist und bestätigt, dass man diese Gnaden nur von wem bekommen hat? Von Allah azza wa jalla. Es gibt Leute, wenn du ihn fragst, wie viele Kinder hast du? Er sagt dir, ich habe 5. Als ob das seine Stärke war oder seine Macht war, dass er 5 Kinder hat. Aber ein Gläubiger sagt dir, Alhamdulillah, Allah hat mir 5 Kinder gegeben. Schaut mal den Unterschied. Allah azawajal sagt im Koran sinngemäß, und was ihr an Gnaden habt, habt ihr nur von wem bekommen? Von Allah azawajal. Und auch, dass du berichtest von diesen Gnaden, nicht als Riyah. Oder nicht um dich zu zeigen, sondern dass du von der Güte Allah subhanahu wa ta'ala berichtest. Alhamdulillah, Allah hat mir dieses erleichtert und Allah hat mir jenes erleichtert. Und er hat mir diesen Erfolg gegeben. Und dass du berichtest von den Leuten, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Und was die Gnade deines Herrn anbelangt, so berichte darüber. Berichte darüber. Und das ist das, was wir machen sollten. Wallahu ta'ala ala wa ala.